Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Eingelegt und Angezockt. Heute mit etwas, was mich sehr freut, nämlich Super Smash Bros. Content 9. Wie unschwer zu erkennen ist mit Lukas, Roy, auf den ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, und Ryu, dem Quereinsteiger aus Street Fighter. Das ist aber nicht alles, was ich euch zeigen werde. Ich werde euch auch noch die Maps zeigen, natürlich. Sowie die Kostüme, die zahlreich sind. Mein Gott, ist das viel. Ich habe vorhin schon mich durch etliche Soundtracks geklickt. Ich sag's noch und es kommt. Das interessiert mich jetzt doch mal kurz. Okay, das scheint mir ziemlich 1 zu 1 der Sound aus Street Fighter zu sein. Was haben wir denn hier noch? Ken Stage, schon sehr cool. Ah, finde ich echt ein bisschen schade, dass sie da nicht auch irgendwelche super coolen Remixes genommen haben. Okay, das ist jetzt aber kein Smash Bros. Remix, oder? Nee, das muss auch aus irgendeinem alten Spiel gewesen sein. Aber schauen wir zuerst mal in die Charaktere. Ich denke mal, die werden das Spannendste sein für mich und für die meisten. Solo? Nein, wo ist das Training? Bin ich blind? Sama. Solo? Stadion? Ach, da unten. Gekonnt. So, neue Anordnung. Jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Captain Falcon ist weiter nach innen gerutscht. Roy natürlich hier unten bei den DLC-Figuren, was ich leider sehr schade finde, da wir jetzt haben wir hier mal so Fire Emblem-Charaktere hier vorne. Lucina ist irgendwo hier unten. Link ist jetzt sogar nach oben links gerutscht, was mit diesem Zeilenumbruch schon ein bisschen komisch ist. Aber gut, wollen wir uns jetzt nicht ewig hier an Details aufhalten. Ich wollte ganz gerne zuerst einmal Roy spielen, weil ich ihn einfach auch sehr mag. Ich habe damals neben Young Link am meisten gespielt und statt Young Link habe ich jetzt Toon Link, aber Roy ist mir abhanden gekommen. Gucken wir mal schnell. Grün ist sehr cool. Gold ist auch cool. Nehmen wir mal ein Grün. Die normale Farbe kennen wir ja. Als Stage würde ich die hier ganz gerne zuerst sehen. Ich hätte eigentlich auch die normale Stage nehmen können, ne? Naja, egal, machen wir gleich. Ja, holen wir ihn mal näher ran. Er sieht schon sehr cool aus mit seiner neuen Rüstung. Auch wenn ich diese komischen Stoffstulpen an den Schuhen nicht so ganz nachvollziehen kann, aber gut. Egal. Was mir auffällt, ist, dass er vor allem viel wuchtiger ist als früher. Der hat ja fast so eine Ike-eske Wandlung mitgemacht. Aber gut, schauen wir mal an, was er kann. Ist auf jeden Fall relativ flott unterwegs. Oh, spannend, da macht er nicht wie Marth einen Doppelschlag. Gedrückt halten, kann man das? Nee, kann man nicht gedrückt halten. Down Tilt ist der hier, ist ähnlich wie der von Marth. Interessant, dass er sehr lange danach in der Hocke bleibt. Aber gut, scheint ihn ja nicht davon abzuhalten. Oh, aber er schlägt doch sehr weit weg. Es eignet sich nur. Whoppa! Eignet sich doch wohl nur bedingt, um in irgendeiner Form anzuschließen. Bei Kirby natürlich sehr leicht ist, aber. Dann haben wir hier einen Schlag nach oben. Der zumindest Richtung 100 doch tödlich wird. Zumindest bei einem leichten Gegner wie Kirby. Obwohl. Oh, spannend, ey. Da muss ich mich schon wieder reinfuchsen. Da freue ich mich drauf. Forward Smash. Up Smash. Down Smash. Den Up Smash fand ich gerade spannend. Boah. Der hat jetzt ernsthaft dran. Ne, wie viel Schaden hat der gemacht? So, runtersetzen. Schaden 0. Hab ich da reingestellt. So.
23 Schaden. Schon nicht ohne. So. Standard. Die A-Moves hatten wir jetzt alle. Der ist klar. Ist auch klar. Und der Smash hat auf jeden Fall jede Menge Knockback. Kommen wir zu den B-Moves. Coolste ist natürlich der Neutral B. Wie früher auch, macht er einem selber Schaden und dauert unfassbar lange. Dürfte dafür aber dann immer ein One-Hit sein. Schauen wir mal. Ja, da gibt es kaum ein Überleben. Aber wie gesagt, leider praktisch findet er keine Verwendung. Abby ist auf jeden Fall langsamer als der von Marth und Lucine. Und verhält sich auch anders. Das war früher, glaube ich, auch schon so. Und er hat natürlich einen Konter-Move. Oh, er fällt... Wenn ich mich recht entsinne, bleibt Marth für eine Sekunde in der Luft stehen, wenn man kontert. Er fällt sehr schnell dabei. Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Ich bin jetzt nicht der absolute Marth-Experte, aber es wirkt gerade ungewohnt. So, Würfe. Okay, er kann da auf jeden Fall sehr gut anschließen durch seinen Downthrow. Hat auch in höheren Prozenten scheinbar wenig Knockback. Also er bietet sehr viele Möglichkeiten, um irgendwie dran anzuschließen. Obwohl, jetzt wird es ein bisschen viel. Aber es geht. Komm wieder her, Kirby. Vorne passiert auch nicht viel. Nach hinten. Also er hat keine Kill-Throws. Nach oben vielleicht noch am ehesten. Das wird auch ähnlich wie bei Marth. Weniger die ernstzunehmende Alternative sein. Cool, dass die Schilde kaputt gehen. Ach, was wir noch vergessen haben. Side B. Das ist natürlich wie der von Marth. Natürlich immer mit seinem kleinen Feuer-Impact. Der vielleicht noch am ehesten Kill geeignet, aber nur in hohen Prozenten. Ansonsten hat er da dieselben Moves wie Marth, soweit ich das hier beurteilen kann. Ist auf jeden Fall sehr kraftvoll, das hat Sakura ja auch versprochen, dass er jetzt deutlich stärker werde als früher. Das hat er auch eingehalten. Er spielt sich auch, ich will nicht sagen anders, aber er ist doch merklich träger als Marth. Und ich habe ihn jetzt immerhin gestern ein bisschen gespielt, als es schon rauskam, dass es Roy geben wird. Wollte ich mich mal ein bisschen drin einfinden. Also ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die jetzt viel Marth gespielt haben, nicht 1:1 Roy spielen könnten. Aber ich verstehe dann natürlich auch die Kritiker, die dann irgendwo sagen, es ist jetzt nicht so furchtbar viel Neues, was da kommt. Ich find's cool. Definitiv ein Charakter, den ich auch viel spielen werde. Was sich für mich sehr lohnt. Kommen wir zu Lucas. Sagt er sogar Lucas? Okay, also es wird sogar Englisch ausgesprochen. Also, Lucas. Ach, er hat sogar andere T-Shirts, ist ja ulkig. Lucas ist ja ein Charakter, auf den sehr viele gewartet haben. Und den sehr viele vermisst haben. Ich nicht. Es lag einfach daran, dass ich mit Ness nie wirklich viel anfangen konnte. Einfach dadurch, dass ich Earthbound oder Mother einfach nie gespielt habe. Und ich deshalb einfach keinen Bezug zu dem Charakter hatte und zu Lucas dann natürlich genauso wenig. Hat mich daher immer relativ kalt gelassen. Aber wie immer gehen wir mal hier systematisch ran. Also er hat eine Dreier-Kombo. Die sich auch nicht strecken lässt, glaube ich. Nein. Was ist das? Okay, auch nur ein leichter Vorne-Move. Ja, der ist schon besser. Der Up-Tilt. Oh, cool. Der scheint mir für... Genau. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen dran... Oh, was hat er denn? Er hat einen Ast. Sehr ulkig. Naja, gut. Also ich denke mal, werden etliche... Oh, das war spannend.
Okay, also er hat auf jeden Fall auch seine Schlange zum Greifen. Heißt, er hat ein bisschen mehr Reichweite. Dann probieren wir doch auch mal die Würfe aus. Aber er kann sich nicht an der Klippe festhalten, oder? Ups. Doch! Sehr ulkig. Und die Reichweite ist sehr groß. Wahnsinn. Konnte er das schon in Brawl? Bin ich gerade fast ein bisschen baff? Okay. Smash-Angriffe. Also er hat statt Neth keinen Baseballschläger, sondern einen Ast. Nach oben hat er diesen hier. Scheint mir auch sehr kraftvoll. Und der erinnert doch sehr an Mewtwo. Eigentlich ist es ziemlich... Oh, der erinnert auch sehr an Mewtwo. Also ein bisschen Mewtwo-eske Einflüsse hier. So, in der Luft haben wir diesen Sprung, Kick nach vorne. Immer interessant, dass er oft von so einem Stromschlag begleitet wird mit all seinen Angriffen. Jetzt ist die Frage, ob das mehr für die Optik ist oder dann wirklich im Kampf Einfluss hat. Oh, fuck. Das kann ich aber jetzt nicht beurteilen. Der erscheint mir auf jeden Fall sehr, sehr cool. Na? Also, dieser unten A ist schon fett, wenn man ihn denn mal richtig zum Einsatz bringt. Oh ja. Also der ist stark. Richtig stark. Wage ich jetzt mal so in so einem ersten Test. Also das wird garantiert eine Attacke sein, die wir dann sehr häufig sehen werden bei Lukas-Spielern. Sollte man nicht unterschätzen. Ansonsten der nach hinten... überzeugt mich jetzt nicht. Boah. Nach oben wirkt jetzt auch nicht so furchtbar spannend. Also das wird garantiert die Luftwaffe der Wahl. Ah. Okay. Also den kann er scheinbar auch noch. Ebenso wie Neth kann er sich selber mit seinem PK Thunder treffen. Dabei für ordentlich Trouble sorgen. Oh. Wenn man es denn kann. Bietet sehr wenig Raum eigentlich, die Map, oder? Oh, hier geht es ja sogar nach außen hin raus. Ist ja krass. Gucken wir mal, ob wir ihn treffen. Ja. Also ein sehr starker Angriff, der natürlich den Nachteil mit sich zieht, dass man sich danach nicht mehr bewegen kann. Ansonsten statt den PK Crush, den er früher kannte, könnte... Was für eine Reichweite! Ist ja der Hammer! Also das Ding ging früher bei weitem nicht so weit. Und wenn man bedenkt, dass das Ding... Hat das 20 Schaden gemacht? Moment. 22 Schaden. Also für einen Angriff, den man sehr schnell an den Mann kriegt, ist das doch erschreckend. Okay, wahrscheinlich nur, wenn ich ihn voll auflade, oder? Mein Gott, also treffen muss gelernt sein hier. Okay. Ah, sehr schön. Der Terra können wir es doch testen. 51. Ja gut, es ist dann weniger. Aber nichtsdestotrotz erschreckend stark, finde ich. Das wird wieder irgendein Aufsaug-Move sein. So ähnlich wie Ness auch kann. Allerdings schockt er in dem Moment, wo man ihn abbricht. Auch interessant. Kommst du mal da raus? So. Und dann gibt es natürlich noch das PK Fire. Anders als der von Ness, der fliegt nämlich immer geradeaus, während Ness in der Luft diagonal fliegt. Im Gegensatz zu dem von Ness hält er den auch nicht in irgendeinem Lock fest, sondern man wird einfach davon geschleudert. Ich hätte jetzt fast gesagt, sicherlich kein Mordinstrument. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Aber es ist nichts, womit man Kills machen wird, denke ich. Wird auf jeden Fall eine starke Waffe. Und würde sagen, wir wenden uns Ryo zu.
der sehr viele Eigenheiten in Smash Bros. Mitbringt. Huh? Ryu. Naja. Gut. Nehmen wir den Standard-Ryu. Einzig wahren. Dreamland, N64. Übrigens auch sehr cool, die Hyrule-Map von N64, die noch nachgereicht wird. Oh, super, super cool. Okay, also er ist relativ flott unterwegs. Durchaus verwunderlich. Ach ja. Da kommen wir schon zur ersten Neuheit. Wenn ich tippe, mache ich diesen hier. Halte ich A ein bisschen länger gedrückt, kommt dieser Kick zustande. Also sprich... Na, komm her. Entweder so. Na. Oder eben den hier. Hm. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Weil, was soll das? Er hat dadurch... Im Grunde hat er mehr Moves als jeder andere. Er hat mehr Alternativen. Er kann im Nahkampf diese Combo auspacken. Er kann aber auch... zu so einem Kick ausweichen, damit einen anderen Effekt erzielen. Hm, naja, Sakurai wird sich schon was dabei gedacht haben. Ich finde es allerdings ein bisschen bescheiden, ehrlich gesagt, wenn er anderen Charakteren gegenüber einen Vorteil hat. Auch interessant, sein Down-Tilt ist dieser hier. Aber wenn man unten... ne? Man sieht es ja schon. Auch hier ein anderer Angriff, wenn ich gedrückt halte. Nach oben genauso. Ich kann entweder diesen hier machen. Oder ich kann einen Uppercut landen. Puh. Naja, gut, bei 79. Aber der Unterschied ist frappierend, ne? Hier passiert nichts. Und wenn ich dann mal so einen Uppercut hinterher lande, dann fliegt sie. Ja. Vorne Tilt ist dieser hier. Und ansonsten, wenn ich weiter gedrückt halte, kommt dieser zustande. Auch hier wieder wesentlich mehr Durchschlagskraft. Ups. Da geht er hin, der Ryu. Also finde ich ernüchternd, weil... Warum sollte er mehr Moves haben als alle anderen? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ansonsten, das ist sein Vorne-Smash. Up-Smash. Mir fast wie eine starke Variante von diesem hier wird. Down-Smash. Auch nur nach vorne, wie mir scheint. Na? Ja, also nach hinten keinerlei Effekt. Dann können wir diesen hier machen. Und hier kommen wir auch schon zur ersten Besonderheit. Das Hadouken kann ich entweder machen, indem ich einfach nur vorne einfach nur B drücke. So, 5% Schaden. Ich kann es aber auch klassisch wie ein Street Fighter auslösen. Ah, das ist er, glaube ich. Indem ich unten, schräg, unten und vorne, also quasi wenn ich den von unten nach rechts oder links wandern lasse, ups, dann kann ich eine stärkere Variante davon zaubern. Und das funktioniert, so wie ich das sehe, auch in der Luft. Und man hört es auch schon im Schrei, es gibt einen Unterschied zwischen der leichten Variante, hört mal genau hin. Und der starken. Also wie gesagt, da gibt es Unterschiede. Ich guck mal gerade, der schwache hat glaube ich 5% gemacht. Was macht der starke? Ups. Meine Güte. Also ihr merkt schon, irgendwie ist das nicht... So, 7. Also der Unterschied ist jetzt nicht gravierend. Ansonsten haben wir Seite B, haben wir diesen hier. Fragt mich jetzt bitte nicht mehr nach dem japanischen Namen für diese Moves, weil, den kriege ich beim besten Willen nicht mehr auf die Kette. Muss mal gucken, wo ist er... Ah! So. Okay. Macht jetzt 10 Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. So grob. Und wenn ich die... Senpokyaku irgendwas. Also wenn ich die Originalvariante mache... Macht der irgendwie nicht viel mehr Schaden, oder?
Jetzt will ich es aber genau wissen. Also, mit B, 12. Was ist nochmal? Ja. So. Jetzt die... Na, dann bleib halt da oben. Jetzt die Profi-Variante. Auch 12 Schaden. Also, wo ist dann jetzt der Mehrwert, dass ich das... Na gut, jetzt hat es einmal 13 Schaden gemacht, glaube ich, ne? Jetzt 14? Hey, hat die Distanz? Spielt die Distanz eine Rolle? 48? Hoppala. Jetzt sogar nur 9, obwohl es die starke Variante war. Also irgendwie ein bisschen seltsam dafür, dass die Moves stärker sein sollten, sind sie sehr unstet. Oder soll das einfach nur eine Alternative sein? Oder spielt die Distanz doch eine Rolle? Je weiter ich weg bin, desto mehr Schaden? So rum? Ah, okay. Also hier ist auf jeden Fall schon ein Unterschied. Wäre ich die B-Variante in der Luft? Ne, doch nicht. Kann man die Richtung bestimmen oder sinkt der immer? Ah, man kann sie ein bisschen bestimmen. Das ist ja spannend. Also wenn ich... wenn ich eher so oben und seitlich B drücke... Na, immer dieser Vorführeffekt. Dann hält er seine Höhe relativ konstant oder steigt, meine ich, sogar ein wenig an. Ist ja vorhin nicht einmal kurz gestiegen. Er ändert sich auf jeden Fall ein wenig. Er kann ihn scheinbar auch kürzer ausführen, wenn ich es nur ganz kurz tippe. Nein, das ist Einbildung. Oh, das ist so schräg, er hat so viele Eigenarten. In der Luft hat er einmal diesen... Ach Quatsch, wir haben ja noch gar nicht alle Bs durch. Er hat noch diesen hier. Und wir haben noch das Shoryuken. 15 Schaden. Also auf jeden Fall stark. Wobei auch hier, glaube ich, die nächste Nähe relevant ist. Ich meine erst stark, wenn man die Moves aus nächster Nähe anwendet. Können wir mal testen. Ich müsste ziemlich am oberen Spitze treffen. Passiert nicht viel. Wenn ich jetzt aber so nah an ihr dran bin. Hat es mehr Impact. Hey. In der Luft hat er erstmal den vorne B ist dieser hier. Der mir auch sehr kraftvoll erscheint. Hinten B ist der. Auch sehr schön. Definitiv für solche Aktionen geeignet. Hadouken hatten wir schon, dann haben wir noch diesen hier. Mal gucken, wie stark der ist. Oh, spannend, er kann sich sogar dabei umdrehen. Hat, glaube ich, so ein Falcon Punch-ähnliches Intervall. Und das Spannende daran ist natürlich auch, dass der Gegner betäubt ist. Er hat null Knockback. Dafür ist der Gegner danach einem Smash ausgeliefert. Oh, verflucht. Ist aber über der Klippe nicht ganz so stark. Was hat er denn für einen... Wow! Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Heide Bitzka. Also, Ryu ist auf jeden Fall so eigen, dass man sich sehr mit ihm befassen muss, bis man da, glaube ich, alle Tricks und Kniffe und Eigenheiten entdeckt hat. War das jetzt gerade irgendwie ein Glückstreffer, oder? Wie habe ich das denn gerade gemacht? Das war doch kein Zufall. Beweg dich doch nicht immer weg. Aber was war denn die Besonderheit? War ich so nah? Was ist das? Muss man so nah dran sein? Ups. Setzen wir sie mal auf einen festen Schaden. Das finde ich jetzt spannend, weil das ist ja ein Mega-Angriff. So, oh. Also ich muss, glaube ich, sehr nah dran sein. Jetzt hat es ja gerade auch wieder geklappt. Allerdings war es mit 40 auch bei langem nicht so tödlich. Also das Timing muss schon stimmen. Es ist nicht ganz einfach. Das ist kein sicherer Spike oder Meteor Smash oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Ansonsten Würfe. Er hat den Obenwurf. So einen Schulterwurf nach vorne.
eignen sich beide nicht wirklich zum Kill, wenn man bedenkt, dass sie 114 hat und sie fliegt noch nicht mal so wirklich in Gefahr. Kann man also getrost streicheln. Hinten auch weniger, also Kills werden nicht die Tötungsmöglichkeiten der Wahl sein. Das werden ganz klar solche Aktionen dann werden, dass man einmal kurz... Oh, jetzt ist sie... Batz! Unfassbar, wie stark dieser Schlag ist. Also im Grunde ist es ja ein Spike, den man gar nicht mal außerhalb der Map nutzen muss. Wahnsinn. Oh, jetzt hatte ich keinen Double Jump mehr. Also, interessanter Charakter. Sehr anders, als ich es erwartet hätte. Upsa. Das Shoryuken rettet natürlich null. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man nach diesem Drehkick noch einen nachsetzen? Kann man. Das heißt, ich könnte jetzt hier hingehen, schlagen, Drehkick. Naja, gut, er kann sich schon retten. Also da gibt es definitiv sehr viele Möglichkeiten. Wahnsinn. Also spannender Charakter, macht vieles anders. Ich finde es aus designtechnischen Gründen ein bisschen komisch, aber es macht ihn natürlich auch sehr einzigartig, dass er eben diese vielen Möglichkeiten besitzt. Sicherlich auch ein Charakter, den ich mir etwas genauer ansehen werde. Das ist schon cool. Und allein dieser Schlag nach unten in der Luft ist ja unfassbar. Charakterstudio, da wollten wir noch einen Mii-Kämpfer erstellen. Nehmen wir natürlich unseren Norbert. Machen wir mal einen Boxer-Norbert. Ja, komm, wir nennen ihn jetzt einfach No Nintendo Online. Kopfbedeckungen. Der Mega Man X-Helm ist alt. Müsste doch irgendwo auch hier Erhalt. So. Jackie-Perücke. Die ihm sehr gut steht, wie ich finde. Die Jackie-Perücke ist eine weitere Besonderheit. Die stammt nämlich aus... Erhalt. Dieses Outfit stammt nämlich aus Virtua Fighter. Einem anderen recht bekannten Beat'em'up. In Japan wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als hier. Das finde ich auch ganz cool geraten. Jackie Bryant heißt er, glaube ich. Virtua Fighter-Leute werden ihn kennen. Das ist gefühlt, ist das so ein Ryu oder Ken daraus. Es gibt aber auch ohnehin gar nicht so viele Kämpfer in Virtua Fighter. Dann kommen wir zu Akida. Der ebenfalls sehr cool ist, weil er diesen Retro-Look behalten hat. Finde ich sehr, sehr, sehr charmant. Sieht ein bisschen aus wie eine Lego-Figur gerade. Finde ich schon cool, dass er diese super, super auffälligen Polygone hat. Auf jeden Fall so eine typische Sache, die man echt nur in Smash Bros. Bringen kann. Ja, da kommen wir zu Heihachi. Heihachi Mishima sollten wahrscheinlich viele aus Tekken kennen. Das ist der Opa aus Tekken, wie wir immer gesagt haben. Dann kommen wir zu den Inklingen. Der Tintenfisch geht ja fast noch. Gut, die Motorradkluft gehört da glaube ich nicht mehr dazu. Nein. Also das sind alles noch ältere Outfits. Der Inkling-Kopf hier auf jeden Fall schon mal mit bewegenden Tentakeln. Die Inkling-Perücke für den Jungen finde ich sogar noch ganz okay eigentlich. Mega Man Exe-Helm. Es ist insofern spannend, weil bei uns gar nicht Mega Man Exe hieß, sondern Mega Man Anti-Warrior hieß bei uns die Fernsehserie. Und Mega Man Battle Network heißen die Spiele. Aber gut, es bringt uns jetzt nichts, die so separat zu sehen. Wir wollen ja ganze Kostüme sehen. Deswegen werden wir das hier mal dementsprechend ausprobieren. Schwertkämpfer. Oh, da wird jetzt Mega Man wahrscheinlich nicht auftauchen. Ja, komm. Mr. N. Erhalt. Das sind auch alles alte Kostüme. Ach doch, hier ist ein neues. Zero haben wir. Und zwar der Zero aus Mega Man X. Mit wahrscheinlich dynamischen Haaren, so wie es gerade ausschaut. Jawohl. Finde ich cool. Sollte man vielleicht einen etwas größeren Mii für nehmen. Damit es noch besser wirkt. Aber natürlich auch mit dem passenden Schwert.
Ich persönlich hätte den Zero aus Mega Man Zero noch ein bisschen besser gefunden. Der gefällt mir einfach persönlich vom Artstyle ein bisschen besser. Aber dadurch, dass ja scheinbar mehrere Mega Man Sachen jetzt schon dabei sind und vielleicht noch kommen, könnte ich mir vorstellen, dass da auch in Sachen Mega Man noch mehr folgt. Und last but not least, der Schütze. Und der hat einmal das Inkling-Outfit, logisch. Ach, er hat auch wahrscheinlich automatisch dann das Inkling-Mädchen-Kopfgerüst. Das können wir aber im Mega Man auf jeden Fall mal ausprobieren. Mega Man Exo-Rüstung. Finde ich wieder sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Ich habe ja nie richtig verstanden, ich habe den ja irgendwann mal fürs Forum gezeichnet, warum sie sowas denn nicht einfach als alternative Kostüme für Mega Man genommen haben. Also ich... im Grunde ist die Arbeit hier ja fertig. Oder irre ich mich? Finde ich ein bisschen komisch. Ansonsten Melinda-Kopf. Melinda ist die... Es sieht jetzt natürlich für Norbert doppelt und dreifach scheiße aus, mit dem Rock rumzurennen. Melinda ist die Sekretärin von einem selbst in Animal Crossing New Leaf. Denn dort spielt man ja den Bürgermeister. Und, das Magiergewand ist, glaube ich, alt. Das betrifft uns jetzt nicht. Nein. Wie, Patrouillenhelm? Nein, das ist auch was anderes. Also da viel cooles Zeug. Interessant, dass man andere Beat'em-up-Reihen so hinzugezogen hat. Vielleicht ist das auch ein persönliches Interesse von Sakurai, dass man da einfach nochmal ein bisschen mehr aufhorcht in Richtung andere Beat'em-ups. Ein bisschen Smash Brothers ein bisschen mehr etablieren zwischen andere. Und da uns noch eine Map fehlt, nämlich die Miiverse Stage. Ich glaube, ich nehme jetzt doch mal Ryu. Und kämpfe hier gegen einen Roy. Schauen wir mal, wie gut ich mich in so einem ersten Kampf mit Roy schlage. Auf der nagelneuen Miiverse Stage. Die im Hintergrund übrigens tatsächlich echte Miiverse Posts einblenden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wahrscheinlich sind es keine echten, sondern es sind einfach bereits ein paar vorentwickelte. Ach, auch spannend, dass er da einen Schlag wegstecken kann. Insert Japanese hier. Na? Interessant, dass er da jetzt keinen dann hatte. Gilt es nur, wenn er voll aufgeladen ist? But I'm Roy! Stimmt, jetzt gibt es so gesehen, gibt es zwei Roys jetzt in Aua. In Smash Brothers. Oh ja. Warum nicht mal ein paar Hadoukens schmeißen? Aber dass sie dann auch noch so Posts wie Roy Swag eingebaut haben, schon ein bisschen befremdlich. Okay, also da sieht man schon, der Schlag ist übelst, wenn man einmal davon getroffen wird. Aua! Jetzt finde ich es witzig, dass Royce my boy, ob sie da jetzt ganz bewusst Charaktere, Quatsch, Comments zu Roy und Ryu rausgefiltert haben. Und ob sich diese Posts ändern, wenn man andere Figuren hat. Schon cool. Nein. Ist aber auch ungewöhnlich. Ist neu, die Meldung. Was wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, das machen wir vielleicht als krönenden Abschluss. Uns nochmal einmal die Ultra Smashes anzugucken. Hier unten war Training. So.
Fangen wir mit Lukas an. Jetzt nehme ich doch mal eben die Miiverse Stage, um zu gucken, ob da jetzt auch Beiträge Richtung Lukas kommen. Lukas, Tatsache. Und nicht zu knapp. So, dann hauen wir mal raus hier. Okay. Kann ich das Ding steuern oder richtet ihr die jetzt zufällig auf Captain Falcon? Also ich steuere jetzt mal bewusst nach links. Und es geht. Also ein bisschen steuern kann ich das Ding. Ist auf jeden Fall nicht ohne. Aber auch irgendwie nicht so hundertprozentig cool, finde ich. Roy scheint mir da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus dem... aus der Direkt macht er da sein Neutral B in Stark. Oder in Schwach. Was sind da los? Momentchen mal. Und tschüss. Das Ding ist doch viel tödlicher ohne Ultra Smash. Also das ist ja jetzt lame. Das ist ja nicht mal ansatzweise gefährlich. Also das soll mir jetzt mal einer erklären. Wo da der Sinn hinter ist. Oh, kann ich die Reichweite davon ändern? Tatsache. Gut. Also, es gibt scheinbar echt so ein paar kleine Kniffe und Tricks, die die Charaktere neu haben. Und auch wenn ich den ganzen Quatsch mit Ryus unterschiedlich stark geneigten oder gedrückt halten Angriffen wahrscheinlich nicht nutzen werde, hat er dennoch ein paar sehr interessante Möglichkeiten. Oh ja, er hat auch Neuigkeiten. Auch so wenig. Was ist denn da los? Faryu! Sehr cool. Also er hat unterschiedliche Ultra Smashes. Aus nächster Nähe macht er... Oh, das war schon zu weit weg. Das ist der Standard Ultra Smash von ihm. Aus größerer Distanz. Dort schießt er nämlich ein besonders starkes Hadouken. Wie ihr seht. Den habe ich noch vergessen. Den gibt's auch noch. Hält sich auch ganz anders. Also, wenn man Ryu spielt, braucht man gefühlt keinen B-Knopf mehr. Der hat irgendwie alles auch so im A-Knopf mit verpackt. Stark. Gut. Und aus der Nähe macht er jedenfalls seinen Shoryuken Deluxe da. Diesen hier. Der allerdings ebenfalls nicht so furchtbar tödlich ist. Alles ein bisschen eigenartig. Na? Will's mir nicht mehr gelingen? Da ist er. So. Gut. Coole neue Charaktere, ob die Preise sich rechtfertigen, muss jeder für sich selber entscheiden. Stages sind cool, sind nett, da würde mich sehr mal interessieren, wie sie das online handhaben werden, ob ich dann automatisch nur Leuten zugelost werden, die diese Stage ebenfalls haben oder nicht. Muss man dann gucken. Die Charaktere machen auf jeden Fall eine Menge her. Ich würde persönlich allerdings nicht alle kaufen. Also Lukas zum Beispiel lässt mich eben kalt. Und für einen Charakter, der mich kalt lässt oder den ich vielleicht hin und wieder mal der Abwechslung halber spielen werde, sind 4 Euro viel Geld. Auf der anderen Seite, wenn ich aber so Charaktere sehe wie Ryu oder wie Roy, die mir persönlich eben sehr gut gefallen, dann sind 4 Euro echt nicht viel, wenn man bedenkt, dass man doch sehr, sehr viel mit dem Charakter spielt. Außerdem, was viele vielleicht nicht bedenken, ist, dass das Balancing natürlich mit jedem Charakter, der dazu kommt, schwieriger wird. Es muss ausgeglichen sein, ein Charakter muss Stärken und Schwächen haben und darf nicht gegenüber zu vielen Charakteren im Vorteil sein. Und aus dem Grunde wirken 4 Euro viel.
sind aber, denke ich, auch ein Stück weit gerechtfertigt. Ist meine Meinung. Aber dann natürlich eben unter der Voraussetzung, dass man die Charaktere auch viel spielt und auch mag. Die Kostüme sind cool gemacht. Gefallen mir persönlich allerdings auch nicht alle von. Ich finde den Mega Man sehr cool. Und dann muss man natürlich auch bedenken, wie viel spielt man die Mies. Denn im Online-Modus Hard of Hard zum Beispiel kann man die Mies meines Wissens nach nicht nehmen. Da das der Modus ist, den ich wahrscheinlich am meisten spiele, mal abgesehen von ein paar Runden zwischendurch mit Freunden. Ja. Man darf Smash einfach nicht so verstehen wie Mario Kart. Bei Mario Kart kauft man sich die Erweiterung, hat Spaß damit, viele Strecken. Und bei Smash Bros. Kauft man sich eben eher die DLCs, die man persönlich auch braucht und haben möchte. Und das müssen sicher nicht alle sein. Ansonsten kommen natürlich deftige Preise zustande. Alles, was ihr jetzt gesehen habt, kostet zusammen fast 23 Euro. Das ist schon eine ganze Stange Geld. Also das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Aber gut, soviel zu meinem Senf. Coole Spiele oder coole Charaktere, coole Kostüme, coole Stages, definitiv würdige DLCs. Und bin gespannt, wie euch die DLCs so gefallen. Sagt doch mal Bescheid, meldet euch in den Comments und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Forum, Leute. Tschüss!